Am 18. und 19. November fand die deutsche Jugendmeisterschaft im Gewichtheben in Sangerhausen statt. Da gab es viel zu tun für den ausrichtenden Verein FAC Sangerhausen mit Vorbereitung und der Verpflegung der Gäste und Sportler sowie der Meisterschaft. Zu Beginn liefen die ersten Sportlerinnen auf und wurden vorgestellt. Zudem sah man auch, welche Punktrichter für diesen Durchlauf verantwortlich waren. Danach ergriff Christian Koher vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber das Wort und eröffnete diese Jugendmeisterschaft. Oh, jetzt kann ich gar nicht so ins Publikum schauen. Ja, trotzdem, allen herzlich willkommen hier in der Hosenstadt Sangerhausen zur Deutschen Meisterschaft der Jugend 2022. Im Namen der DGJ, der Deutschen Gewichtheberjugend, und im Namen vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber darf ich euch recht herzlich begrüßen hier, ja, zu dieser Meisterschaft. Freut mich, dass ihr schon da seid, um die Heberin in der ersten Veranstaltung tatkräftig zu unterstützen. Leider, der Bundesjugendleiter ist aus familiären Gründen leider verhindert heute. Ja, er richtet euch die Grüße aus und den Sportlerinnen und Sportlern, ja, die bestmöglichen Erfolge und uns allen natürlich verletzungsfreie und schöne Meisterschaften hier in Sangerhausen. Begrüßen an der Stelle möchte ich einige Leute stellvertretend für den Leistungssportbereich. Ja, das ist ja diese Ebene, kurz vor den Junioren. Ich möchte den Bundestrainer Nachwuchs, den David Kurch, ganz herzlich bedanken. Möchte mich natürlich bei Sangerhausen und dem Team um Peter Neute, dass sie die Ausrichtung hier übernommen haben. Ihr seht, sehr gute Bedingungen hier, schönes Ambiente hier, ja, toll aufgebaut. Ja, hoffen wir, dass das auch die Sportler und Sportler ein bisschen beflügelt. Ja, morgen werdet ihr hier euren, oder aus Sangerhausen, den Lokalmatador, den Alexandros sehen, ja, den Europameister hier bei der Jugend-Europameisterschaft dieses Jahr. Ja, da hat die Goldmedaille gewonnen. Ja, er wird morgen natürlich hier auch vor seinem heimischen Publikum mal was zeigen. Hier hoffe ich, dass wir ein paar rote Scheiben sehen, Alexandros morgen. Wo ist er? Ja, er nickt. Ja, mal einen Applaus. Ja, also habt ihr gehört, er hat versprochen, dass viele rote Scheiben hier morgen sein werden. Gut, lassen wir die Sportlerin nicht mehr so lange warten. Ja. Ich möchte hiermit die Deutsche Meisterschaft der Jugend 2022 hier in Sangerhausen damit für eröffnet erklären. Ja, wünsche allen viel Spaß. Schließlich ging es los mit der ersten Gruppe und Miriam Gerke vom TSV Schwerin versuchte an den Gewichten 35 Kilogramm zu reißen. Leider ohne Erfolg. In allen drei Versuchen schaffte sie es nicht, konnte aber im Stoßen sich von 39 über 41 bis hin zu 42 Kilogramm steigern. Sie bekam dafür laut Wertungsprotokoll am Ende 24,5 Punkte, hatte dann aufgrund vom fehlgeschlagenen Reißen 0 Kilogramm in der Wertung Zweierkampf und somit keine Platzierung erreicht. In der gleichen Gewichtsklasse mit am Start Lea Millen vom Kühltalheber E-Rang 1973. Sie war Miriam deutlich überlegen, obwohl sie selbst nur gut 3 Kilogramm schwerer ist, riss sie 63 Kilo und steigerte sich im Stoßen auf bis zu 73 Kilogramm, welches in der Summe 136 Kilogramm gesamt im Zweikampf bedeutete und ihr somit den ersten Platz in dieser Gewichtsklasse bis 55 einbrachte. Der Versuch ist gültig. Wir steigern auf 58 Kilogramm. Sophie Maike Eichhorn von der Kraftwerkstatt Lörrach hatte in ihrer Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm keine Kontrahentin. Sie riss 50 und 65 Kilo im Stoßen, was ihr mit 115 Kilo gesamt den ersten Platz einbrachte. Als leichteste Starterin in der 64 Kilogramm Gewichtsklasse riss Maelna Kramer vom SV Flötzingen 41 Kilo und stieß 54. In der Summe hieß es im Zweikampf 95 Kilogramm und für sie einen guten dritten Platz. Der Versuch ist gültig. Knapper wurde es schon um den Kampf der Plätze 2 und 1.
Flori Raclette vom ASC 1906 Zeilsheim war auf der Bühne und verbuchte im Reißen 69 und 82 Kilo im Stoßen. In der Summe 151 Kilogramm und Rang 2 für sie. Die Siegerin in dieser Klasse verbuchte am Ende 154 Kilo gesamt, zusammengesetzt aus 85 Kilo im Stoßen und 69 Kilo im Reißen. Das bedeutete für die Athletin Lucy Herweg vom ASK Frankfurt-Oder, dass sie die Beste in dieser Gewichtsklasse war und der erste Platz an sie ging. Der Versuch ist gültig. Die nächsten Teilnehmerinnen kämpften in der 71 Kilogramm Klasse. Lisa Thiessen vom Brezer TSV V1861 schaffte immer nur die ersten beiden Versuche. Die dritten waren dann einfach zu schwer für sie. Und so kam sie übers 58 in Reißen und 68 im Stoßen auf 126 Gesamtkilogramm. Nur Platz 2 für sie an diesem Abend. Aber Nora Neubart vom CAC Chemnitz riss 62 Kilo und stieß 82 Kilo, was ihr hier in Summe von 144 Kilogramm den ersten Rang einbrachte. Danach zeigten noch zwei Athletinnen ihr Können. In der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm hob sich Sophie Blankenburg, die für die SG Anton Saevkov 83 antrat, auf den zweiten Platz. Die 59 und 66 Kilo für Reißen und Stoßen summierten sich auf 125, was dann Silber für sie am Ende bedeutete. Der Versuch ist gültig. Sie bleibt vorerst die nächste Heberin und wir steigern auf 54 Kilogramm. Und die letzte in diesem Durchgang in der Gruppe 1 war Laura Viol vom USC Viadrana Frankfurt-Oder. Sie hob in der Summe 187 Kilogramm. Aus der Summe von 85 im Reißen und 102 Kilo im Stoßen. Ein verdienter erster Platz für sie. Für die Sängerhäuser mit dabei nur ein einziger Starter. Schwergewicht Alexandros Psychosorides. Er war einen Tag später dran und behauptete sich in der 102 Kilogramm Klasse, riss beim ersten Versuch 133 Kilogramm und stieß 175 Kilo im zweiten Versuch. Das bedeutete für ihn in der Summe 308 Kilogramm im Zweierkampf und somit einen verdienten ersten Platz. Der Versuch ist leider ungültig.